Jetzt wollen wir natürlich auch noch, dass der Hund von vorne schön aussieht, weil jetzt sieht es ja aus wie ein Schnauzer mit dem Pony. Ein Erdel ist kein Schnauzer. Ein Erdel ist ein Erdel. Ich persönlich mache es gerne so. Nehme die Augenbrauen nach hinten, rechts und links. Dann habe ich hier quasi so zwei Hörner stehen. Und tue dann auch hier wieder das Trimmmesser ansetzen und ziehe einfach an der Stirn zwischendrin raus. Sieht immer brutaler aus, als dass es ist, also keine Sorge. Ich tue dem Tier nicht weh. Sie würde sonst schreien, so wie vorhin an den Öhrchen. Immer wieder auch nach oben kämmen, damit ihr nicht aus Versehen die Haare mitnehmt. Dann hat er jetzt hier in der Mitte noch sehr viel stehen. Dafür gehe ich mit dem Trimmmesser und kämme es oder trimme es in die Mitte rein. Immer nach Fellwuchs. Das gleiche dann hier nochmal auf der Seite. Und somit hat der Hund jetzt schon, wenn man mal guckt, einen offeneren Blick. Sie ist natürlich noch nicht fertig. Jetzt sieht sie gerade aus wie Teufelchen. Aber sie ist ja kein Teufelchen. Nur ein Bengel, ein Engel mit einem großen B davor. Ja? Wenn ich jetzt nach vorne trimme oder kämme, seht ihr, hat sich ja eigentlich gar nichts verändert. Warum? Weil, wenn ich das hier aber hoch mache und das hier hoch mache, hat sie schon wieder einen geraden, eine gerade Linie. Ihr müsst immer darauf achten, wenn ihr so einen Kamm habt wie ich und ihr könnt den von hier oben bis an die Nasenspitze dranlegen und dann ist keine Luft dazwischen, dann seid ihr richtig, ist zu viel. So wie ich jetzt noch hier habe, dann seid ihr falsch. Aber ihr müsst immer gucken, dass hier auf einmal kein Loch ist oder hier kein Loch ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Also mache ich das wieder nach vorne. Kämme diese zwei Teufelchen-Sachen zur Seite, nehme dann meine Modellierschere und gehe dann einfach rechts und links in geraden Schnitt nach oben. Manche trimmen's, andere schneiden's. Ich mache es jetzt wirklich für euch etwas einfach, für den Hausgebrauch. Und immer gucken, dass ihr mit dem Nasenrücken gleich seid mit der Stirn. Weil wenn ihr hier zu viel wegnimmt, in diesem Bereich, sieht der Hund nachher nicht mehr. Hoppala, da drin geknistert. Wird da drin geknistert. Auch hier im inneren Augenbereich etwas rausnehmen. Und hier auch. Weil der Hund soll ja nachher keine Extremaugenbrauen haben, so wie sie es jetzt hat. Sondern, wenn ich jetzt nach vorne kämme, seht ihr schon, dass es eine Linie ist. Jetzt sind es eigentlich nur noch die Augenbrauen, wo fehlen. Wenn ihr mal guckt, ist es schon eine Linie. Also wirklich nur die Augenbrauen, die jetzt noch fehlen. Eine Linie. Da, Püppi. So, da dafür. Geht eigentlich ganz einfach. Habe ich so einen tollen Trick. Nennt sich Dreieck. Kämme ich die Dinger nach vorne. Nehme die Schere und habe von da hinten angefangen, nach vorne schräg zu schneiden, Richtung Nase. Ganz wichtig, vom Augenlid nach vorne, Richtung Nase, in dieser Schräge schneiden. Das gleiche mache ich auch auf der anderen Seite. Und dann hat der Hund erstmal einen bösen Blick. Wir wollen aber keinen bösen Blick, sondern einen lieben Blick. Also kämme ich diese Dinger nach oben, nehme wieder mein Trimmmesser und trimme einfach noch etwas nach, so wie es jedem gefällt. Der eine mag es länger, der andere mag es kürzer. Ich persönlich bin gerade so ein, ist gut, Mäuschen. Ja, das ist unangenehm. Bin so ein Zwischenmensch. Aber ja, ich weiß, du hast keine Lust mehr. Ja. So. Warten. Wie sagt Benita immer, wärst du mal kein Erdel geworden. Die große Auswahl hatte sie ja nicht. Tja, kann ich ja nichts für.
So, und dann nehme ich auch wieder hier meine Modellierschere, weil mir persönlich ist es jetzt hier oben noch etwas zu dick. Wie gesagt, hier ist ja der Stopp. Und hier kann man dann einfach mit der Modellierschere oder wenn man keine Modellierschere zur Hand hat, mit der normalen Schere einfach noch ein bisschen nacharbeiten, damit hier dann die Augenbrauen so modelliert sind, wie es einem selber gefallen. Also wie gesagt, das ist Geschmackssache. Jeder so, wie er mag. Zu ihr passt es jetzt, wenn sie nicht ganz so lang sind. Warte, Mäuschen. Und trotzdem hat sie welche. Gleich hast du es geschafft. So, einfach ein bisschen modellieren. Dann hier oben vielleicht an der Platte noch mal ein bisschen angleichen. Damit auch da der Übergang geschaffen ist. Ich mache auch alles noch mal ein bisschen mit der Schere. Und dann, voila, voila, haben wir erstmal einen nass geschwitzten Hund, verständlicherweise, weil es ist wirklich warm. Aber wir haben wieder einen wunderschönen Kopf. Ach ja, fein. Einen wunderschönen Kopf haben wir wieder. So, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht. Über ein Feedback würde ich mich natürlich sehr freuen. Bin auch verschwitzt. Und gute Zeit euch. Ciao.